Ja, TSG im Team präsentiert sich heute aus dem Ausstadion. Nachspiel vom 9. Spieltag, TSG gegen Germania Friedrichshain, Endstand 2:1. Ich begrüße den Kapitän Manuel Flumm und Lukas Völsch. Manuel, Matchwinner, der späte 2:1 Siegtreffer, aus deiner Sicht ein Fazit zum Spiel? Ja, ich denke, dass wir gut angefangen haben, auch nach 14 Minuten 1:0 in Führung gegangen sind, was hoch verdient war. Haben es dann nicht geschafft, das 2:0 nachzulegen. Haben durch individuelle Fehler Friedrichsthal wieder auf Kurs gebracht. Den Elfmeter haben wir uns auch wieder selber rein. Das war unnötig. Aber ich habe immer daran geglaubt, dass wir noch eine Chance kriegen. Und die ist dann in der 94. gekommen. Und ich habe sie Gott sei Dank gemacht. Und so durch 3 Punkte. Ja, Luki, Friedrichshain hat einen sehr starken Eindruck gemacht, haben über weite Strecken in Unterzahl gespielt. Wieso habt ihr euch so schwer getan? Ach, gute Frage. Gegen 10 Gegner gerade tun wir uns sowieso schwer, haben wir gegen Ravensburg schon gesehen. Und gerade zweite Halbzeit haben wir es dann auch nicht so hinbekommen, die auszuspielen, gegen 10, das so auszuspielen, wie wir das wollten. Hatten aber dann trotzdem Torchancen, die wir dann auch einfach auch machen müssen zum 2:0. Dann ist es beruhigter. Wie der Manuel auch schon gesagt hat, den Elfmeter hauen wir uns selber rein. Das passt ein bisschen zum Spiel. Aber zum Glück sind wir bei Standards dieses Jahr ganz gut. Und der Manuel macht ihn dann halt mit seiner Qualität einfach auch unhaltbar rein. Manu, jetzt geht es am Samstag zum SV Spielberg, ein echtes Spitzenspiel. Wie stehen die Chancen dort? Also ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich ungemein in Spielberg zum Spielen. Es werden viele Fans dort sein, es wird eine gute Stimmung dort sein, mir wird alles geben. Nach 90 Minuten schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, wie Spielberg ist, aber sie steht nicht umsonst da oben. Wir werden alles reinhauen und schauen, dass es ein richtiges Spitzenspiel auch von unserer Seite wird. Und dann nach 90 Minuten machen wir den Strich und schauen, was dabei rauskommt. Luki, das erste Saisondrittel ist vorbei. Wie ist die Stimmung in der Mannschaft? Wie fällt dein persönliches Zwischenfazit aus? Nur positiv. Also ja, es hängt auch immer vom Tabellenplatz ein bisschen ab und da stehen wir gut. Von dem her ist auch die Stimmung gut. Das eine oder andere Mal können wir besser spielen, aber das wissen wir auch selber. Aber diesmal ist es einfach so, dass wir auch schlecht spielen und trotzdem gewinnen, die Tore machen. Und deswegen ist Stimmung gut, wir sind zufrieden und wollen das so weiterbehalten, dass es Spaß macht und dass gegen uns schwer ist zu spielen. Alles klar, das wäre in unserem aller Sinne. Vielen Dank.